Hallo und willkommen bei einem neuen Let's Play von mir, Windtalker LP, XCOM Enemy Within. Ihr habt ja auf meinem Kanal bei YouTube, hatte ich ja schon mal XCOM Enemy Unknown. Und Enemy Within ist sozusagen das Add-on, das das ganze Spiel an sich nochmal verbessert. Es kommen neue Waffeneinheiten, Alien-Sachen dazu, also das Spiel wird nochmal komplexer. Im Endeffekt ist XCOM Enemy Within das Spiel, wie es eigentlich sein sollte. Jo, und wir spielen eine Einzelspielerkampagne. Mal ganz kurz was gucken. Jawohl. Optionen, muss ich kurz was schauen. Musik habe ich runtergestellt. Jawohl. Passt alles. Okay. Dann Einzelspieler. Wir spielen auf, tja, eine extreme Herausforderung für erfahrene XCOM-Spieler. Also ich habe XCOM Enemy Unknown gespielt, ich habe die alten XCOM-Spiele gespielt. Es wird auf klassisch ziemlich derb, also leicht auf keinen Fall. Knifflig, aber fair. Ja, gerne leiden, haha. Okay, klassisch. Tun wir es uns an. Weitere Optionen. Die Tutorials lassen wir weg. Unternehmen Nachwuchs. Unternehmen während der Verteidigung der Erde ginge. Eine außerirdische Mission, den Versuch, einen Entführten zu retten, die mehr ist, als sie zu sein scheint. Jawohl. Und wir nehmen auch Operation Slingshot mit. Nimm während des Einsatzes Kontakt zu einem geheimnisvollen Mitglied der Triaden auf und erbeute ein Gerät, das XCOM einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Invasoren verschaffen könnte. Iron Man lassen wir weg. Das mit einem einzigen Spielstand ist ein bisschen blöd bei einem Let's Play, wenn der mal beschädigt wäre oder so. Die Einsteigertexte abschalten. Ja, die machen wir weg. So, zweite Welle gibt's hier noch. Sind so verschiedene Schadensroulette, New Economy, Ungerecht, so solche. Ich gehe es nochmal durch, das könnt ihr euch dann immer durchlesen. Das lassen wir alles weg. Das haben wir. Wir haben die jetzt da weg. Spiel starten. So, und jetzt hier Tutorial aktivieren. Jetzt würde ja jeder natürlich Ja klicken, aber das ist so wie im Internet, wenn die Pop-ups aufgehen. Wenn man hier Ja drückt, dann hat man eine Waschmaschine gekauft und es installiert sich irgendwas. Deshalb drücken wir Nein, weil hier steht, möchtest du es jetzt aktivieren? Nein. So, und dann schießen wir den Gummi ab und wir sehen uns gleich im Spiel. Bis gleich. So, und da sind wir zurück im Spiel. Ich habe diesmal weggelassen das Intro des Spiels, weil das habt ihr wahrscheinlich schon oft genug gesehen. So, wir können jetzt schauen, wo machen wir unseren Stützpunkt. Seht ihr hier die fünf Kontinente? Nordamerika. Alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhalt. Europa, Expertenwissen. Es gibt immer diese Kontinentbonusse. Labore und Werkstätten kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Nicht uninteressant. Asien. Kampf der Zukunft. Alle Projekte in der Gießerei und der Offiziersschule kosten 50% weniger. Hochinteressant, weil gerade über die Gießerei Offiziersschule man im späteren Verlauf sehr viel aktivieren und machen kann. Südamerika. Gewusst wie. Die Ereignisse von Autopsien und Verhöre liegen sofort vor, also schnellere Forschung. Und Afrika, monatliches XCOM-Budget erhöht um 30%. Wir nehmen Asien. Wir bestätigen. So. Und jetzt, was passiert wohl jetzt? Mal kurz erzählt, XCOM ist übrigens ein rundenbasiertes Strategiespiel. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Also es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Man kann sehr gut planen, es wird nicht ganz so hektisch. Es gibt natürlich auch Leute, die mögen lieber die Hektik. Operation Geheimer Ausblick. Entführungen durch Aliens Melbourne, Australien. Einsatzbesprechung. Entführung durch Außerirdische im Gange. Keine Zivilisten am Einsatzort, aber mehrere Invasoren. Begleitschäden sind daher akzeptabel.
Einsatzziele, schalten Sie alle gegnerischen Ziele aus und finden und sichern Sie Melt-Kanister. Melt ist sowas Neues jetzt hier im dem Add-on. Da zeige ich euch dann, wenn wir sie sehen. So. So, und immer versuchen, die Gegner von der Seite her anzugreifen, zu flankieren. Das zeige ich euch dann auch, wie das aussieht, wenn wir dazu kommen. So, und raus, meine Jungs und Mädels. Mit Abseilen diesmal. Cool. Und im Boden landend. Okay. So. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Okay. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Sie schicken wir auf Feldposten. Sie überwacht die Gegner ein bisschen und falls sich was bewegt, wird sie schießen. So, den Mikos. Christos Mikos, bestimmt ein Grieche, schicken wir daher. So. Mich auf. So, man hat immer zwei Bewegungspunkte. Jetzt hat er einen hier weg. Jetzt kann er hier... Er könnte jetzt noch schießen, wenn er einen Alien sieht. Er könnte nochmal vorrücken. Oder aber, was wir jetzt bei ihm auch machen, wir schicken ihn auf Feldposten. So, dann haben wir ihn hier. Was machen wir? Wir können hierher. Dann haben wir zur Seite her Deckung. Wir wissen aber nicht genau, ob da vielleicht Aliens sind. Gucken wir. So, und jetzt haben wir ein Alien-Nest aufgestreckt. Drei Stück. So, sie verziehen sich. Der eine geht hinten rein. Einer nach rechts und einer bleibt stehen. So. Und du ziehst davor. So, was machen wir mit dir? Ich lass ihn hierher vorziehen. Okay. Er sieht zwar noch nichts, aber es könnte ja sein, dass sich jemand raustraut. Und Feldposten. Gut. Damit sind alle gezogen. Aha, da hinten ist ein Meldkanister. Okay. Das ist so ein Meldkanister hier hinten, die wir sammeln sollten. So, sie machen jetzt hier wieder ihre Spielchen. Verbinden sich untereinander. Das bedeutet ganz einfach, der eine wird etwas stärker. Oh, nicht gut. Na, klasse. Wir haben also jetzt schon einen in Panik. Na, ganz toll. Daneben, okay. So. Sie ist auch in Panik. Juhu, der ist in Panik. Noch besser. Und er sieht zwei. Gucken wir mal, ob er was treffen kann. Nur 25% und den anderen auch nur 25%. Wie sieht's mit der Granate aus? Probieren wir's. Okay, hat ihm auf jeden Fall was abgezogen. So. Es sieht noch jemand. Es sieht ihn. Feuer. Zu hoch. Schuss hat nicht gesessen. So, okay, wir konnten diesmal nur zweimal ziehen, weil zwei von uns sind ja in Panik. So, die verbinden sich wieder. Dadurch hat er wieder einen Trefferpunkt mehr. Er kommt hier rüber, er geht ganz weit vor. Feldposten. Zieht sich hier zurück. Er schießt. Aber das war eher lächerlich. Aufgepasst, der Feind rollt an. Ui, das ist nicht gut. Okay, zwei gehen hinter die Mauer, einer da. Jetzt bin ich gespannt. Sind alle versteckt. So.
Ich lasse sie hier zurückziehen. Bin unterwegs. Sie hat einen in der Flanke. Jawohl. Flankenangriff nutzen. Wieder zu hoch, meine Fresse da. Ach, was du nicht sagst. Er sieht da niemand, er sieht. Doch, er sieht drei Stück. 45, 45 und den ganz hinten. Das heißt aber, sie sehen ihn auch, ne? Wo ziehen wir dich hin? Hier? Probieren. Er hat noch zwei. Ihn schicke ich jetzt auf Feldposten. So, was hast du? 32, 31, 25. So, was hat er? Er sieht keinen einzigen. Kann er jetzt eine Granate trotzdem werfen? Nein. Feldposten. Sie werden nachrücken. Vielleicht können wir sie rauslocken. So, jetzt die Aliens wieder dran. Was wird passieren? Also sie machen da hinten ihre Spielchen. Da rückt einer raus. Gut, daneben, aber die Mauer ist weg. Und das heißt ja auch, die Mauer muss weg. Schießt du jetzt oder was? Okay. Der hat einen weggeräumt. Sehr gut. Siege unter Beschuss. Ja. Feldposten. Feldposten. Sie hat sie immer noch von der Seite. Feuer. Okay. Sehr schön. Und er hat auch einen flankiert. Nur mit 25% und er ist flankiert. Wir lassen ihn da hochgehen. Von oben hat man einen Höhenvorteil. Ich schicke ihn auf Feldposten. Okay. So. Er sieht einen. Den ganz hinten. Ich mache mir einen Feldposten. Prozent Splittergranate. Werfe Granate. Gut, da hat es einen erwischt. Sehr schön.
Garcia sieht einen. 25% ist nicht viel, aber wir probieren es. Das ist doch Riesenkacke! Und vorrücken. Feldposten. Immer noch einen Mann, oder? Sehr schön. Genau. Wie hoch ist die Chance? 74%. Sehr schön. Wenn man jetzt hier drauf geht, sieht man auch Zielsicherheit, erhöhte Position, die Reichweite, nur die niedrige Deckung. Und der andere, also die niedrige Deckung, die er hat. Und dann noch die Chance auf kritischen Treffer 10%. Okay. Probieren. 2 Schadenspunkte hat er hinnehmen müssen. Wir probieren unser Glück mit ihr. Vorrücken. Oh, nicht gut. Aber er schießt daneben. Puh. Und Feuer. 65% und 60% kritisch. Und das war's auch für ihn. So, jetzt haben wir nur noch den da hinten drin. Daneben. Aber drin ist ja noch einer, ne? Verstanden, Commander. Sie sieht ihn. Sehr gering. Okay. Der hier? Oh. Ich werfe. Ist der Typ auf Feldposten? In Bewegung. Feldposten. Wie hoch? Zu wenig. So, hier um die Waschmaschinen rum und spiel mir den Feldposten. Okay. Ich kann die Ware sehen. Boah, der hat jetzt alle Waschmaschinen weggefetzt. Da ist ja niemand mehr, ne? Nee, wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn hier wegfetzen. So. Auf dem Weg. Immer noch so schwach. Gibt's doch gar nicht. Unterwegs. So. Du bleibst da oben auf Feldposten, wobei ich glaube, es kommen keine mehr.
Die Dinger hat er ja kaputt gemacht, ne? Im Laufschritt. So, vielleicht reicht das das nächste Mal dann. Okay. Sie sieht ihn sogar. So. Ah, spannend. Feuer. 28% Trefferchance. In Bewegung. Ach du Schande. Ja, der also hat jetzt keine Munition mehr. So. Feuer. 100%. Das war's dann auch für dieses Alien. So. Sehr schön. Wir haben 6 Aliens getötet, ausgezeichnet. Niemand verloren. Jawohl. Wenn Sie gestatten, Commander. Ausgezeichnet. Und einen Kanister erbeutet. Da trinken wir einen Schluck Siegeskaffee. Mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Ja, sehr geil. So, weiter. So, wir fliegen zurück in unsere Basis. Schön, schön, schön. Das war doch ein toller Einsatz. Hat richtig Spaß gemacht. Ne? So. Dann landen wir noch in der Basis. Jawohl, hier kommen wir zurück. Commander in die Ja. Und zack. Und Landung. So. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Hallo. Ich bin Central Officer Bradford. Stehen Sie bequem. Ich habe 2 Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Und du trägst gern grüne Pullis. Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Ja. Hast du mir was zu sagen, oder was, dass ich da jetzt hingehen muss? So, das ist unsere Basis bisher. Wir haben 2 Verwundete, 6 Tage und 9 Tage, 2 und alle 4 sind befördert einer Sturmscharfschütze schweren Unterstützung. Weiter. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Jawohl, wir haben... Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Xenobiologie, die Waffenfragmente, Alienmaterial, Meld-Rekombination. Wir haben Sektoidenleichen, wir haben Waffenfragmente und wir haben Meld. So. Commander in die Forschungslabore. Ja. Commander in die Forschungslabore. Genau. Und wie das Ganze weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.